Wir werden den Dialog für Sachsen mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit Gewerkschafterinnen, mit Wissenschaftlerinnen, mit Vereinen und Verbänden, mit Vertretern der Wirtschaft, mit Kulturschaffenden und allen, die das wollen, führen. Denn die Linke Sachsen hat was zu bieten. Die Zeit, in denen verkündet wurde, eine bestimmte Politik sei alternativlos, muss endlich zu Ende gehen. Diese sogenannte alternativlose Politik der Konservativen, der Neoliberalen, auch unter Schröder und Fischer, hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union in eine Sackgasse geführt. Wir können in Sachsen unseren Teil dazu beitragen, dass diejenigen Gehör finden und politischen Einfluss bekommen, die es besser können als diese vermeintlichen Experten einer alternativlosen Politik. Liebe Genossinnen und Genossen, im Text für meine Kandidatur habe ich unsere Partei als lernende Partei bezeichnet. Also ein Führungsmodell, das die dauerhafte Teilnahme der Mitglieder am Geschehen in der Partei und in ihrem Umfeld sichert. Wie der gesamte Komplex Beteiligung funktionieren kann, lässt sich wie folgt zusammenfassen. Erstens muss von den verantwortlichen Gremien, in diesem Falle Landesvorstand und Kreisvorstände, die entsprechende Aufgabe politisch, inhaltlich und organisatorisch untersetzt werden. Ein transparenter Ablauf und politische Zielstellung sind Grundbedingungen für eine breite Basisinteresse zum Mitdiskutieren. Zweitens, ohne eine entsprechende Resonanz auf den verschiedenen Ebenen, insbesondere aber der Ortsverbände, läuft jede noch so gute Organisation ins Leere. Dafür bedarf es aber gut vorbereitete Angebote, die die Parteibasis einfordern und letztendlich auch nutzen kann. Drittens, der Diskussionsprozess muss kontinuierlich geführt und regelmäßig in landesweiten Veranstaltungen verdichtet werden. Dazu nutzen wir ja auf Landesebene beispielsweise bisher unseren kleinen Parteitag. Der weit über die satzungsgemäßen Pflichtaufgaben hinaus inzwischen zu einem gemeinsamen inhaltlichen Konferenz worden, auf denen dann Diskussionsergebnisse präsentiert und zu Positionen des Landesverbandes gemacht wurden. Und viertens, der Prozess muss Auswirkungen haben. Die so gewonnenen politischen Positionierungen müssen sich im Ergebnis möglichst zahlreich widerspiegeln. Und schließlich fünftens, über den Erfolg muss dann auch gesprochen werden. Die großartige Erfahrung, dass sich tausende sächsische Genossinnen und Genossen an der Programmdebatte beteiligt haben, dass daraus mehrere hundert Ideen und Anträge entstanden sind, von denen wiederum fast 100 vom gesamten Landesverband mitgetragen wurden und die sich dann zu Ende zu 75% im Erfurter Programm wiederfinden. Diese großartige Erfahrung muss der Maßstab für alle vor uns liegenden politisch-inhaltlichen Prozesse in unserem Landesverband werden. Lasst es mich noch einmal mit Gundermann sagen, alle oder keiner. Nur so, nur wenn alle die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Rechte haben, erfüllt linke Politik glaubwürdig ihre eigenen Ansprüche. Liebe Genossinnen und Genossen, weiterhin heißt es im Leitantrag, dass wir uns als die linke Gestaltungspartei in Sachsen profilieren wollen. Das bedeutet, wir wollen mit eigenen Konzepten, eigenen Ideen und Ansätzen ganz reale Politik für Sachsen machen. Wir brauchen keine Plagiate, sondern Innovation in allen Bereichen, von der wirtschaftlichen bis zu den sozialen. Absolute überlebte Strukturen sehen wir in den erstarrten Wirtschafts- und Sozialmodell. Die falschen Reformen beruhen auf dem Irrglauben, dass ein ungezügelter Kapitalismus neuen Aufschwung und mehr Arbeitsplätze brächte. In Wahrheit entstehen auf solchen Wegen immer tiefere soziale Verwerfungen, die mit den bisherigen Mitteln des Sozialstaates fast nicht mehr zu lösen sind. Stattdessen geht es uns um eine neue Kombination von verschiedenen Entwicklungspotenzialen. Was wir brauchen, ist ein Paradigmenwechsel. Weg vom traditionellen Wachstumsmodell hin zu einem sozial-ökologisch ressourcensparenden Entwicklungsmodell. Da wir in Ostdeutschland bis heute die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse nach Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht erfüllt sehen, sollten gerade wir uns als Linke auf die Suche nach kreativen Zukunftsprojekten machen. Hier sollten tatsächlich unser Ansatz für eine nachhaltige, ressourcensparende und dezentrale Wirtschaftspolitik sein. Meiner Auffassung nach müssen wir weg vom alleinigen staatlicher Bevormundung. Was wir als Linke einfordern müssen, ist ein Bündnis aus Politik, Bürgergesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Wenn in unserem neuen Programm richtigerweise steht, dass allumfassendes Staatseigentum aufgrund unserer bitteren historischen Erfahrung
nicht mehr unser Ziel ist. So kann es aber auch nicht unser heutiges Ziel sein, dass der Staat für alle Gesellschaftsprobleme allein zuständig ist. Demokratischer Sozialismus bedeutet für mich vor allem eine Bürgerinnengesellschaft oder wie es im Erfurter Programm steht, Zitat, wir streben eine sozialistische Gesellschaft an, in der jeder Mensch in Freiheit sein Leben selbst bestimmen und es im Zusammenleben in einer solidarischen Gesellschaft verwirklichen kann, Zitat Ende. Dieses Land braucht weder mehr Staat noch mehr Markt, sondern eine Gesellschaft mit selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern, die nicht länger zwischen Markt und Staat gegeneinander ausgespielt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, in unserem Leitantrag steht, dass wir eine intensive Debatte über landespolitische Themen führen wollen. Politische Differenzen sollten durch diese Debatte entweder aufgehoben oder in eine Form gebracht werden, die unserer gesellschaftlichen Anerkennung zuträglich ist, so schreiben wir es im Leitantrag. Unsere Landtagsfraktion schreibt in ihren Vorstellungen für die Weiterentwicklung des Landesentwicklungsplanes für Sachsen, Zitat, für die vom demografischen Wandel betroffenen Gebiete ist der Abbau von Daseinsvorsorge proportional zur Bevölkerungsentwicklung der falsche Weg, wenn damit die Lebensqualität verschlechtert wird. Zitat Ende. Diese Aussage unterschreiben wir alle, natürlich. Jedoch bedeutet das, und das haben die Autorinnen des Papiers auch richtig festgestellt, dass es dazu konkrete Festlegungen zu Leistungen der Daseinsvorsorge, insbesondere für die peripheren bzw. für die abgekoppelten Räume, geben muss. Wir brauchen deshalb regional angepasste Lösungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, kurz gesagt Flexibilität statt Abbau. Genau hier beginnt dann aber unsere zukünftige Aufgabe. Wir müssen als Linke konkret definieren, was sind denn die Standards der Daseinsvorsorge und ab welcher Einwohnerzahl ist denn dann eine Gemeinde eine Standardgemeinde mit ein oder mehr Schulen, mit einem 24 Stunden besetztes Polizeirevier, mit einem hauptamtlichen Bürgermeister, und mit wie vielen Kitas oder Einrichtungen für ältere Menschen und so weiter. Und wo beginnen für uns dann die regionalen Unterschiede, bei denen wir nach oben oder unten Abstriche machen und zulassen? Ich denke, hier braucht es manchmal auch Mut, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Ich mache es mal ganz konkret. Es reicht meiner Meinung nach vollkommen aus, wenn es in Sachsen 3 Polizeipräsidien plus das Landeskriminalamt gibt. Wir brauchen keine 5 Präsidien, wie sie es demnächst geben wird. Natürlich kann es dann sein, und es wird sein, dass wir uns dann mit so einer Entscheidung bei den Görlitzerinnen und Zwickauerinnen unbeliebt machen. Besonders unser linker Finanzbürgermeister in Zwickau, Genosse Meyer, wird uns gehörig die Leviten verlesen. Aber wenn man sich in einen Dialog mit den Betroffenen begibt, sich dabei intensiv erklärt und auch deren Argumente anhört, sie ernst nimmt und in die Entscheidung einbezieht, dann wäre das ein Weg, mit dem sich die Linke deutlich von der Schwarz-Gelben in Sachsen unterscheiden würde. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sagen, die digitale Spaltung in Sachsen muss überwunden werden. Wir sagen, Investitionen in Datenautobahnen müssen Vorrang vor immer mehr Straßenkilometern haben. Wir sagen, vor jedem bewohnten Haus in Sachsen ist grundsätzlich jederzeit und in Sekundenschnelle jeglich gewünschter Datenverkehr möglich. Wir sagen, jedem Dorf und jede Stadt in Sachsen muss sinnbildlich eine Auffahrt auf eine Datenautobahn ohne Tempolimit zur Verfügung stehen. Und ich sage, diese Datenautobahn muss genauso steuerfinanziert sein wie die öffentlichen Straßen, weil sie zur allgemeinen Daseinsvorsorge gehört. Ich weiß, wer sich nicht an die Spitze einer solchen Entwicklung begibt, wird von ihr abgehängt und überrollt. Wir Linke müssen wieder zum Schrittmacher des Fortschrittes werden und wir müssen diejenigen sein, die in guter alterssächsischer Tradition technische und soziale Innovationen miteinander verknüpfen. Wir dürfen der Piratenpartei das Ändern nicht überlassen, das können wir auch selber. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will noch einen letzten Punkt aus unserem Leitantrag herausgreifen. Ihr findet ihn auf der Zeile 202 bis 205 im Antrag des Landesvorstandes. Es geht hier darum, dass es uns mehr als in den letzten Jahren wieder gelingen muss, regionale, oft tatsächlich nur örtlich begrenzte Themen aufzugreifen und diese in die Öffentlichkeit zu bringen. Hierbei müssen wir diejenigen Mittel wählen, von denen ich schon gesprochen habe, die Öffentlichkeit informieren, den Dialog treten und mit den Akteurinnen vor Ort gemeinsame Lösungsvorschläge erarbeiten.